Herzlich willkommen zu diesem neuen Xiaomi News Update Video. Und zwar schauen wir uns in diesem Video wieder kurz die Xiaomi Aktie an. Bevor das Video startet, bitte einmal kurz abonnieren, weil ich habe gesehen, die meisten Zuschauer schauen sich zwar jedes Video an, aber haben nicht abonniert. Deswegen bitte jetzt kurz abonnieren. Das Ganze ist ja auch komplett kostenlos und dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Und zwar haben wir uns ja im letzten Video schon mit der Xiaomi Aktie etwas beschäftigt und da haben wir festgestellt, dass die Aktie den Höchststand von über 3 Euro, also genau genommen 3,15 Euro hier am 23. November erreicht hat. Und jetzt nach der Euphorie, nach den veröffentlichten Quartalszahlen von Quartal 3, ist das Ganze wieder ein wenig gesunken. Und zwar hier am 25. November auf 2,89 Euro. Allerdings hatten wir jetzt schon wieder eine Steigerung und der aktuelle Wert bzw. die Aktie steht derzeit bei 2,95 Euro, also knapp wieder 3 Euro. Wie es zu diesem guten Gewinn hier kam, beziehungsweise zu diesem enormen Anstieg hier der Aktie auf über 3 Euro, dazu habe ich im letzten Video schon einiges erklärt. Hier nochmal ein kurzer Einblick in die Geschäftszahlen von Xiaomi. Zwar müsst ihr dazu, wenn ihr das Ganze selbst machen wollt, einfach auf Xiaomi gehen, auf die Seite, beziehungsweise dann hier auf Investor Relations gehen. Dann bekommt ihr hier schon die Quartalsergebnisse des Unternehmens. Geht ihr einfach hier auf mehr Details und dann kann man das Ganze hier ganz klar auch nachvollziehen. Und zwar ist das Ganze natürlich auf Englisch, aber ich denke mal, die meisten werden das trotzdem hier verstehen. Und zwar sehen wir hier einmal den Umsatz und hier sehen wir dann den Umsatz vom dritten Quartal. Das Ganze ist hier in Milliarden und wir sehen hier 72 Milliarden an Umsatz im dritten Quartal 2020. Jetzt kann man das Ganze natürlich hier vergleichen und zwar mit dem vorangegangenen Quartal, das heißt mit dem zweiten Quartal. Und da sehen wir, im zweiten Quartal gab es gerade einmal einen Umsatz von 53 Milliarden. Das heißt hier schon mal eine deutliche Steigerung. So, und welcher Wert jetzt ebenfalls interessant ist, ist hier der Umsatz vom Vorjahr. Das heißt, im letzten Jahr, als beispielsweise noch keine Pandemie gab, war der Umsatz auch bei gerade einmal 53 Milliarden. Das heißt auch hier eine deutliche Steigerung im letzten Quartal. So, und was wir uns jetzt als nächstes einmal anschauen, ist der Gewinn. Der Gewinn lag im letzten Quartal, in Quartal 3 2020, bei über 10 Milliarden. Und wenn wir das Ganze wieder vergleichen mit dem letztjährigen Gewinn in diesem Quartal, hatten wir da einen Wert von 8,2 Milliarden und im letzten Quartal 7,7 Milliarden. Das heißt, man hat hier auch beim Gewinn eine deutliche Steigerung drin und das spiegelt sich natürlich auch dann im Aktienkurs ganz klar wieder, wie wir hier auch sehen können. Und ja, sollte man jetzt investieren, wie gesagt, diese Videos auf diesem Kanal hier sind keine Anlageberatung. Und ja, wenn wir uns hier die Geschäftszahlen vom letzten Quartal anschauen, dann sehen wir hier, dass das Ganze hier ein solides Unternehmen ist, welches wirklich gut gewirtschaftet hat in letzter Zeit und eben auch gerade in der Krise trotzdem noch eine Gewinnsteigerung hatte. Und deswegen subjektiv ist das Ganze zu empfehlen. Wie gesagt, keine Anlageberatung hier. Habt ihr bereits in Aktien investiert oder habt ihr es in Zukunft vor? Falls nicht, dann werft gerne einen Blick in die Videobeschreibung. Dort findet ihr eine Möglichkeit, bereits ab einem Euro zu investieren. So, dann hoffe ich, dieser kurze Einblick in die Geschäftszahlen von Xiaomi aus dem dritten Quartal 2020 hat euch gefallen. Wie gesagt, für mehr Videos gerne abonnieren und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bleibt gesund und bis dahin. Tschüss.